Jetzt? Ludwig, hallo. Grüß dich. Hey. Kannst du dich in einem Satz vorstellen, was du machst und warum du hier bist? Ich bin Ludwig Trepte, Schauspieler, komme aus Berlin. Und hier sind wir in einem Opel-Event. Ich bin Produkterprober und erprobe heute den Opel. Du hast schon erzählt, du bist gerade hier durchs Gelände gefahren, was mich gewundert hat, dass man mit so einem Auto auch durchs Gelände fahren kann. Wie war das Gefühl? Das war richtig gut, hat großen Spaß gemacht. Das ist ein Offroad. Und werde es gleich wieder machen. Wolltest du uns mitnehmen, hast du gesagt? Ich nehme euch mit, genau. Ja, alles klar, genau. Du hast Familie? Ja. Als Familienauto, was hältst du davon? Ich finde ihn super. Also mir macht er richtig großen Spaß. Er hat viel Raum, der fährt sich gut. Und viel Platz, man sitzt schön hoch. Und ist einfach so ein toller Reisewagen. Also für mal Familienvater und mit Kindern und Ehefrau. Viel Platz für Kinderwagen, alles drin, das macht große Freude. Du hast ein Kind, oder? Zwei. Ich habe zwei Kinder, deswegen. Und ich habe dann noch einen Sohn bekommen, oder wir haben einen Sohn bekommen. Und wir müssen mal viel mitnehmen, gerade auch Kinderwagen, das ist ideal. Ja, genau. Aber du wohnst mitten in Berlin? Ich wohne, ja, mitten, ja, so ein bisschen. Okay. Aber damit durch Berlin fahren? Ja, ist schwierig. Ja, also es gibt den ja in mehreren Ausführungen. Ich glaube, die S-Variante könnte ganz gut passen. Aber in der L-Version schwierig. Mhm. Gerade was Parkplätze angeht, ist Berlin ja absolut alt. Aber du gehörst nicht zu den Helikoptereltern, die ihre Kinder bis vor die Schule fahren. Oder so weit sind deine Kinder noch gar nicht, oder? Ja, doch, wir müssen schon oft. Mhm. Ich setze sie ab. Jetzt sind wir mal lange nicht mehr. Ja, super. Wenn in 2021 da die Elektro-Version kommt, dann finde ich das eine schöne Alternative. Ja, viel besser. Was fährst du jetzt für ein Fahrzeug? Ein Sieger. Ein Sieger. Kompakt. Ein bisschen spritzig. Ja. Na, deine Drehs, die sind auch in Berlin, oder? Nee, meistens dreht man ja leider nicht dort, wo man wohnt. Okay. Sondern immer in anderen Städten und oft in anderen Ländern. Mhm. Du hast schon sehr früh angefangen, habe ich gelesen. Schon 12. Und konntest du bis heute ernähren, die Familie mit der Schauspielerei, oder ist das schwierig geworden? Ja, natürlich kann ich die Familie darüber, aber ist natürlich auch aufs Geld. Ja. Aber die Schauspielerei, die macht ja richtig Spaß. Das ist meine größte Leidenschaft. Also eine richtige Ausbildung hast du auch gemacht als Schauspieler? Keine. Ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, nachdem einige Kinofilmanfragen kamen und ich sie auch glücklicher und dankenderweise drehen durfte, Schauspieler zu werden. Und dachte, es lief ganz gut, warum soll ich das jetzt noch studieren? Und habe dann aber mich privat weiter coachen lassen. Hast du auch eine klassische? Nee, das habe ich nicht. Ich habe eben Möglichkeiten gesucht, natürlich schon irgendwie ein gewisses Handwerk zu bekommen. Mhm. Aber dann mit privaten Schauspielern. Ja, wer ist denn dein Vorbild? Ja, wer sind deine Vorbilder? Papa? Das ehrlich gesagt habe ich nicht. Okay. Obwohl, es gibt natürlich Schauspieler, die ich unglaublich schätze. Robert De Niro war für mich besser als junger Mann oder so gut. Als Kind. So, da fährt jetzt gerade einer durch die Pfützen. Kriegen wir das drauf? Er sieht außerdem extrem schick aus. Ja, muss ich auch sagen. Also ein bisschen amerikanisch angehaucht von der Seite. Ja. Also. Das ist eine super Form. Wie sieht dein Sohn vorne, wenn du damit zur Schule fährst? Oder zum, klar, oder? Ja, weil sie hoch sitzen vor allem. Meine Tochter sieht ja gar nicht. Genau, Schauspielerei. Da hatten wir gerade schon mal ein Vorgespräch geführt. Ich finde, dass der deutsche Film seit Jahren in der Qualität nachgelassen hat, aus meiner Sicht. Ich schaue kaum noch Serien im deutschen Fernsehen. Hast du da eine Meinung dazu? Ich finde nicht, dass er prinzipiell nachgelassen hat. Es ist projektabhängig. Es gibt, finde ich, sehr, sehr starke deutsche Filme. Auch dankenderweise welche, in denen ich mitgemacht habe, beispielsweise Filme wie Unsere Mütter, Unsere Väter. Genau. Oder auch andere Formate. Und ich selber gucke aber ehrlicherweise auch nicht so viel deutsches Fernsehen, weil wir natürlich auch in meiner Generation sehr viele Serien wie Netflix, Amazon und so. Findest du das als Konkurrenz zum deutschen Filmgenre Netflix? Weil je mehr Netflix-Serien auf den Markt kommen, umso weniger Angebote bleiben für dich übrig? Oder
könntest du auch vorstellen, für Netflix mal zu arbeiten? Ja, Netflix ist ja mittlerweile international und auch für Deutschen produzieren ja viel für Netflix. Von daher ist das eher gerade eine Wahnsinnschance. So viel gedreht in den letzten Jahren. Und das ist natürlich sehr toll. Und für das deutsche Fernsehen sehe ich das eher als Chance, weil sie natürlich qualitativ zulegen müssen. Ja. Und mithalten zu können. Wettbewerbsfähig zu werden. Ja. Deine nächsten Rollen oder deine nächste Rolle ist, was hast du jetzt konkret? Also gerade aktuell drehe ich was fürs deutsche Fernsehen. ein ARD-Dreiteiler, unsere wunderbaren Jahre, also 50er Jahre. Währungsreform, auch spannende Zeit. Absolut, ja. Herzlichen Dank. Schauen wir mal. Ich google mal weiter und danke fürs Interview. Danke. Okay, machst du Cut?